So, willkommen bei MyTest. Mal wieder weitermachen. Ja, habe erstmal zwei Testaufnahmen gemacht, wegen einmal Kameraeinstellung. Zum anderen hatte ich jetzt durch die Kamera-Fader vergessen, das Bild hochzusetzen. Wie ist auch egal. Ja, auf jeden Fall Kameraspiel-Krimskrams. So, jetzt können wir loslegen. Sollte eigentlich alles passen. So, machen wir mal weiter mit unserer kleinen. Wo waren wir eigentlich? Oh, Entschuldigung. Wo waren wir eigentlich gerade? Wir haben jetzt Kakao gesucht und hat mir schon die Bäume gefällt oder haben wir damit nur angefangen? So. Na, da ist noch ein Baum. Okay, doch, die Bäume waren schon gefällt. Gut. Sehr schön. Vielleicht mal ein bisschen Strohfolie packen. Nein, du wolltest weg. Dankeschön. Können wir hier immer wieder ein bisschen Kakao hier pflanzen? Ja, machen wir gleich. Erstmal hier ein bisschen Acker bearbeiten. Ja, stimmt, Möhren, das hatten wir ja noch gar nicht. Hoffe ich mal, dass sie auch bald kommen. So, jetzt kommt. Fuck. Dankeschön. So, was das jetzt? Muss ich das gerade machen? Nee, ne? Fuck, der ist falsch. Der ist doch zu nah dran. Brauche ich ja jeweils zweier Abstand. Wobei. Habe ich gerade. Nee, komm. Wir setzen es allgemein mal ein bisschen breiter auseinander. Außerdem reicht auch erstmal zwei. Du wolltest ja nicht gleich übertreiben hier. Ja, komm, dann lassen wir erstmal so. Ja. Ja, noch nicht. Gott. Langsam ernährt sich das ein. Langsam ernährt sich das ein. Hä? Ist ja egal. Dankeschön. So. Okay. Wir haben noch nicht ausgepackert, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht, aber glaube nicht, soweit ich weiß. Weiß nicht. Nein, haben wir noch nicht. Also, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Die Sachen sind da gleich schön gebraten. Wir haben noch kaum Metall. Ach doch, haben wir. Hier kommt gleich. Nehmen wir am besten gleich mal hier. Bam, wir haben keine Kohle. Das ist natürlich. Och, Alter, was ist denn hier los mit der Steuerung? Hallo? Dich wollte ich. Ne, wir nehmen erstmal den hier. Macht ja keinen Sinn, einen 64er anzufangen, wenn wir noch einen 35er haben. So, das war der erste Streich. Ja, ich weiß, 10 werden garantiert nicht funktionieren. Ist aber kein Problem. Alles easy. Wir machen einfach so, wie kommt. Wobei ich gar nicht mehr weiß. Meines Erachtens sagt man es immer 8 pro Kohle. Aber ich weiß jetzt nicht, ob verschiedene Items da verschiedene Zeiten haben. So war es mir nämlich irgendwie. Von daher werden wir ja sehen, wie lange das jeweils reicht. So, wenn wir mal ein bisschen Eisen haben und dann werden wir mal unten in unserer Höhle mal ein bisschen weiter bauen. Ich bin nämlich, wie gesagt, primär geht es hier natürlich versuchenderweise, dass ich erstmal ein bisschen ja, mir Metallwerkzeug aufbaue. Anhand des Metallwerkzeugs dann mal zum Beispiel Diamantensucher gehe, mir mal Diamantenschwert hole, damit wir dann bei Zeiten mal auf Enderjagd gehen können. Gewiefte Mindklon, beziehungsweise auch Minecraft-Let's Player, wissen natürlich warum. Ja. Oh! Wow! Da ist noch nicht mal Bescherung. Noch mehr? Nein? Cool, dann haben wir bald mal unseren ersten Überschuss und können uns dann endlich mal Kekse backen.
Da war schon wieder Überschuss. Brote haben wir ja, ne? Brote haben wir uns ja gemacht. Dann würde ich nämlich dann jetzt auch erstmal denn unten in die Höhle gehen. Feldarbeit kann warten. So, du und du, passt perfekt und gehen wir in die Höhle. So, dazu erstmal ein bisschen ein paar Vorräte einpacken. Da kommst du mal her. Danke. So, du kommst raus. Du kommst raus. Boah, Holz haben wir mittlerweile echt viel vor der Hütte. Ah, siehst du, hatten wir hier unten. Für die bessere sofortige Erkennbarkeit. Oh, den 15er Stack nehmen wir mal mit. Wegen warum auch nicht. Du kommst rein, du kommst rein. Die ganze Krüppel hier mal raus. Hatte ich dich eigentlich extra gepackt, weil du bist ja nicht unbedingt Müll im klassischen Sinne. Also Müll ist es ja hier alles gar nicht. Sondern Sachen, die wir halt derzeit nicht brauchen. Ah doch, packen wir hier mit rein. So, die Eimer brauchen wir auch noch nicht. Obwohl, vielleicht finden wir ja Lava. Puh, wer weiß. So, das Boot brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das Fleisch nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das ist unsere primäre Nahrungsquelle. Warum, habe ich glaube ich schon erklärt. Solange man nämlich Leben hat, also solange wir hier noch herzenstechnisch, ach du Scheiße, war gerade noch hell. Solange wir nämlich herzenstechnisch gut bei Laune sind, können wir das Zeug essen, ohne gleich zu sterben, werden aber davon immer ein Stück satt. Das heißt also, selbst wenn wir den Schaden nehmen, weil wir leicht vergiftet sind, dadurch, dass wir dann satt sind, können wir uns selbst wieder heilen. Und deswegen ist das, wenn man bereits gesund ist, ein guter Nährstoff, sage ich jetzt mal. Klar, wenn man das natürlich bereits gedamaged ist, dann sollte man das nicht unbedingt essen, weil man dann sehr leicht. What the fuck? Bist du denn süßer Kleiner? Hast du überhaupt schon deine Hausaufgaben gemacht, Junge? Ist ja süß. Ja. Haben wir Werkzeuge überhaupt dabei? Stone Pickaxe, ja, doch, drei haben. Ja, gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Lass ich jetzt aber einfach mal im Inventar drinne. Du bist noch komplett heile. Den war ich hier. So, und dann ab in die Höhle. Fackeln haben wir 14 dabei. Die waren uns ja hier ausgegangen, soweit ich weiß. Waren wir hier schon weiter? Hey, wir haben uns um die Ecke gebaut. Wo waren denn das jetzt? Nein. Aha. Ja, das erscheint mir hier schon mehr als. Oha. Oh, hier waren wir ja schon eingedrungen. Interessant. Gut, dann wollen wir uns mal hier weiterarbeiten. Sand, okay. Na komm. Sieht hier nicht sehr gesund aus, aber komm, wir bauen einfach mal ein bisschen ab. Dich nehmen wir mal mit, dich nehmen wir mal mit und. Oh, Bett habe ich auch dabei. Na gut. So, du kommst mal dahin. Da kommen wir hier nämlich auch später wieder raus. Scheiße, wir haben das Eis in den Öfen vergessen. Fuck. Gut, mehr ist hier nicht. Ah, doch, da oben noch. Gut.
Oh, da ist Lava. Oder eine Höhle. Ja, obwohl, nee, so weit unten. Ach so, apropos. Wow, das sieht ja mal nice aus. Also in Höhlen sieht das echt geil aus. Oh, da oben ist Lava. Ja gut, eine Schiene hier. Wir wollen ja hier nicht alles bereits im Vorhinein. Oh, Gold. Dafür brauchen wir aber definitiv Metallwerkzeuge. Sollten wir uns also bei Zeit mal machen. So, da ist definitiv, so wie es aussieht, Lava. Und zwar genau hinter diesem Klotz hier, wenn wir jetzt gerade durchgucken. Oh, hier geht es ja wieder ein bisschen geräumiger weiter. Oh, Alter, hier ist ja auch. Ah, ein. Na gut, wir bauen uns erstmal hier. Oh, okay, fackeln sowieso alle. Gut, dann bauen wir hier erstmal das Eisen ab. Oh mein Gott, ne, so viel Eisen. Oh, wobei, geht noch. 6 Stück, immerhin. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zurück, gehen nochmal in unsere kleine Höhle rein. Und bauen dann doch. Quatsch, bauen sag ich schon. Holen mal doch das Eisen lieber raus. Ist auch Gold. Gott, warum hier ist, warum ist hier so viel Gold? Kaum Eisen, aber haufenweise Gold. Interessant. Gefällt mir. Kann man definitiv machen. Hieronymo. Lelelelelele. Wo weiß der Ausgang? Ah, Fledermaus. Du habt ja gar nichts. So, das Loch wird gleich mal wieder gestopft hier. Hier hatten wir auch eine kleine Schmiede. Na, schau mal einer an. Hier haben wir auch ein paar Sachen. Okay. Hatten wir hier bereits was in den Öfen? Nein. Da können wir aber eigentlich gleich. Komm, wisst ihr, hier. Bringt ja nicht so weit zu rennen jetzt. Bleiben wir gleich hier unten. Gleich mal unseren unterirdischen Ofen einweihen. Ich meine, gut, wir befeuern unseren Ofen gerade mit Kohle. Das ist natürlich in einem geschlossenen Tunnel, wo die Luftzirkulation jetzt nicht so gut ist. Keine so gute Idee. Aber wir werden ja nicht gleich sterben. Es wird hier nur erstmal aussehen wie im alten New York. New York? Ja doch, ne? Ja, doch, New York. Mit dem Smog in der Stadt. Na komm. Gucken, ob hier keine Creeper kommen oder sowas. Ja? 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 Oh ja. Ja, da kann man hier nicht so Kampfsport machen. Also, ich meine, gut, wir können zwar jetzt hier mit den Händen irgendwie arbeiten, wenn wir keine Waffe haben, aber. Also, so hier. Aber da wird er beim Mindclone wird da, glaube ich, kein Schaden berechnet. Also gar keinen Schaden. Gut, wir haben brauchbare Hardware. Lol. So kann man es natürlich auch bezeichnen, ne? So. Fuck. Wir brauchen erst ein bisschen Holz für die Hütte. Ja. Nehmen wir mal dich hier raus und nein. Höre ich gerade was? Okay, doch nicht. Dachte ich gerade schon. Ich höre doch was, war drin. Ja. Entweder sind wir so nah an der Oberfläche, dass ich das von der Oberfläche höre. Oder aber jetzt irgendwo in der Höhle nebenan, irgendwo was. Ja, stimmt, so weit unter Tage sind wir ja gar nicht, oder? Gute Frage, keine Ahnung. Na gut, wie dem auch sei, wir machen hier erstmal ein paar. Nein, aus Kohle kann man keine. Oh, das wär's eigentlich. Oh, das müsste man mal. Wir machen erstmal nur eine. Das müsste man mal machen, dass man sich auch Kohlewerkzeuge bauen kann. Also hier, Kohlefaser. Und dann einfach hier aus einfach so aus Kohle so eine Kohlefaserhacke. Wobei Kohlefaser ist sehr instabil, darauf Werkzeuge zu bauen. Also Messer, das weiß ich, das geht, weil Messer wird halt nicht schlachtbelastet, sondern halt muss halt nur scharf sein, ne? Von daher wird es eher
freundlich behandelt. Aber ich meine jetzt so ein Hammer oder so ein Messer, also so ein Quatsch, kein Messer, sondern hier so eine Hacke, die muss ja Schlagkräfte aushalten. Die wird da irgendwo gegengehauen. Und das mit Kohlefaser, weiß ich nicht, ob das so gut verkraftet. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber eben, zum Beispiel, Scheren kann man aus Kohlefaser machen, Schneidemesser für die Küche gibt es bereits aus Kohlefaser, weiß ich schon. Da kann man schon eine Menge geile Sachen machen, weil eben Kohlefaser ist zwar spröde. Oh. Mir fällt gerade ein, wir könnten noch ein Schwert aus Eisen machen. Wobei, noch sind die Gegner hier unten relativ schwach. Dann ist noch ein Zombie. Hoffentlich droppen die mal irgendwie Kartoffeln oder Möhren. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Kohlefaser. Wow. Wow, da geht's aber runter. Das ist auch nochmal. Da hinten wahrscheinlich auch nochmal. Lava. Digga, laber doch nicht. Wo sind die jetzt hin? Leck mich. Oh Mann, wie kommen die wieder raus? Und ebenso scharfe Sachen, die halt praktisch an sich nicht schlagbelastet werden, die kann man halt wunderbar aus Kohlefaser bauen. Vor allen Dingen dadurch, dass das härter ist als Metall, wenn man es richtig verarbeitet, ist es auch in solchen Fällen sogar langlebiger. So, wo war jetzt das Gold? Da war Gold. Alter, gleich viermal hier. Wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, was man überhaupt aus Gold machen. Ich bin bis auf den Schlauch. Muss man mit der nochmal ins Handbuch gucken. Ja, ich weiß, war gerade Verschwendung, aber ich hatte jetzt keinen Bock für den einen Block extra meine Waffe zu wechseln. Wir setzen hier mal Licht hin. Wir haben keine Fackel. Komm, da gehen wir mal hier gleich mal in die Vollen hier. Bam, 40 Stück. Bam, 65 Stück. War das gerade eine Verschwendung? Nee, brauchen wir sowieso später. Irgendwann mal, vielleicht. So, oh mein goodness. Ja, wenn man Gold mit der Steinhacke abhaut, dann kann man das verabarbeiten. Halt, also man kommt hier weiter, man kriegt diese Animation wegen, ich baue etwas ab. Aber es kommt da nichts. Heißt also, das Gold ist dann einfach nur weg. Man hat es nicht im Inventar. Und dementsprechend, auch wenn man denkt, oh, im ersten Moment, oh, es funktioniert ja, lieber nicht. Wäre eine ganz schön große Verschwendung von Mineralien. Wo war denn jetzt dieses. Hä, wo war denn jetzt hier die Lava? Alter, machen wir kurz das Licht aus hier. Licht ausschalten. Komm mal her hier. Upsi, ganz schön dunkel. Ja, ich brauche noch mal hier kurz alles ab, um zu sehen, wo es hell wird. Dann irgendwo. Ah ne, dachte gerade schon, das hier ist Lava, aber. Wow, ganz schön dunkel hier. Hä? Wo war denn diese scheiße Lava? Ah, gefunden! Nee. Och Mann, Alter, ich krieg gleich eine Macke. Da! Alter! Was ist denn hier los? Ja, ist mal wieder aus. Ich mache hier jetzt mal hier warm, warm, warm. So, sollte ich wiedererkennen. Wenn nicht, bin ich echt blind. Soll mal hier ein bisschen ausleuchten, damit hier keine Creeper kommen oder ähnliches Gesindel. Kennt man ja. Sieht ja schlimmer als die Zeugen Jehovas. Oh, wenn man. Oh, Metall, Eisen. Na komm. Hä? Wieso hat er jetzt den letzten Schlag nicht mehr? Digga, ich hätte wahrscheinlich nur noch einen Schlag gebraucht oder so. Schweinerei hier. Pilze. Und hier geht's wieder hoch. Oha. Gut, wir bleiben erstmal hier und bauen hier erstmal Daddy das Eisen ab. Ja, Eisen kann man echt immer gut gebrauchen. Vor allem hier schon reichhaltig. Nice. Ja gut, insgesamt jetzt 13 Eisen in der Höhle. Klingt vielleicht doch ein bisschen nicer, als es eigentlich ist. Aber egal. So, jetzt holen wir uns hier endlich mal die Kakelava. Jetzt werde ich hier noch verrückt. So, da ist die Lava. Wir müssen also erstmal hier ein Auffangbecken bauen. Das heißt, wenn wir verkacken, brauchen
und die Lava runterfließen sollte, sie uns nicht in die gesamte Höhle vollfließt. Kennt eigentlich jemand so einen Minenbrand? Ist jetzt ganz neuer großer Trend in Japan, sag ich schon. In Amerika, da brennt gerade unterirdisch diverse Kohlevorräte. Da lagert also Braunkohle und Torf und sowas. Ist da unterirdisch? Logisch, in Höhlen, macht Sinn. Das war vielleicht keine schlaue Idee. Was wäre, wenn da jetzt auch Lava gewesen wäre? Da wäre ich gerade ganz schön im Arsch gewesen. Ja, genau. Und aufgrund der Hitze 2018 im Sommer hat sich diese ganze Scheiße entzündet. Und jetzt brannte oder brennt vielleicht sogar immer noch komplett unter Amerika der gesamte Boden. Einfach unter fast halb Amerika brennt es einfach unterirdisch. Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. So, jetzt wagen wir uns mal hier den Risiken. Oh mein Gott, wir waren noch nie so nah an der Quelle. Ja, ich mache hier deswegen ganze Steine weg, damit wenn es runterfließt, hier unten in unseren kleinen Becken fließt, dass wir extra dafür erfunden haben. Na komm her. Oh mein Gott, oh mein Gott. Soll ich das wagen? Halleluja. So, Eimer, wo ist der Eimer? Da. Scheiße, wir kommen hier vorne ran. Ist ja hässlich. Gut, wir müssen also definitiv auch noch da drüber abbauen. Klappe. Komm, komm zu Papi, komm zu Papi. Ich will nicht sterben. Danke. Ja komm. Achso, ist ja. Ja, das war gerade. Geröll. So, von hier aus können wir es jetzt wunderbar abtragen. Perfekt. Ey, die haben neuen Sound dafür. Yay, Lava Bucket. Was wir mit dem machen können, weiß ich noch gar nicht so genau. Man kann mit dem auf jeden Fall, also man könnte ihn verwenden, um damit den Ofen zu beheizen zum Beispiel. Der hält ja relativ lange sogar. Ansonsten kann man den natürlich auch machen, um gezielt Ufo Lava zu verteilen. Um daraus dann zum Beispiel Obsidian zu bauen. Was wir ja später, wenn wir in die Hölle wollen. Wir müssen auch noch in die Hölle, fällt mir gerade ein. Auch noch brauchen. Ja, lassen wir das hier so. Ach komm, lassen wir so. Wir packen nur ein paar Kerzen wieder weg. Ist ein bisschen overpowered. So, dann gehen wir mal weiter in die Richtung hier. Beziehungsweise ich mache vielleicht erstmal keine Aufnahmepause und dann in der nächsten Aufnahme baue ich erstmal hier das ganze Kohlekack ab. Ja, dann gehen wir mal weiter in die Richtung. So. Dann also bis